Herzlich willkommen zum nächsten Beitrag auf GI Womo News. Ja, ich sitze hier im Wohnmobil am Frühstückstisch und es ist eine gute Gelegenheit, euch ein Produkt vorzustellen, wie ich es persönlich erliebe. Das ist ein Produkt, was einfach ist, was keinen Strom verbraucht, was günstig ist, was transportabel ist und was fürs Frühstück im Wohnmobil natürlich angebracht ist. Und zwar geht es hier um einen Toaster. Das ist der noch eingepackte Toaster. Der nennt sich Kemp A Toaster. Ist auch schon bei der Promobil mal auf dem ersten Platz gewesen beim Zubehör des Jahres. Habe ich aber jetzt über die Promobil gar nicht mitbekommen, sondern von einem anderen Bekannten, der mir das vorgestellt hat. Und das fand ich total klasse. Ja. Denn mit sowas einfach auf den Gasherd draufgestellt, kann ich meine Toasts am frühen Morgen zum Frühstück ganz einfach und wie gesagt komplett ohne Strom schnell zubereiten. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, das ist er nun. Jetzt wollen wir den mal praktisch ausprobieren. Den Kemp A Toaster im Einsatz am frühen Morgen zum Frühstück. Ich packe den also mal aus. Hier ist der Schachtel. Habe den schon einmal benutzt, aber damit ich sehe, wie es funktioniert, damit ich euch keinen Quatsch erzähle. Aber das ist so einfach, wie es nur einfach sein kann, denn das ist es schon. Das ist nämlich einfach nur dieses Blechteil hier. Das legt man dann hier auf einen der Gasflammen drauf. Und bei niedriger Flamme legt man dann die Toasts drauf. Und achtet mal ein bisschen drauf, dass sie halt nicht schwarz werden. Aber Achtung, natürlich, das ist Metall, ne? Das wird knallheiß. Also passt auf, dass euch die Finger nicht verbrennt. Das ist ein kleiner Nachteil natürlich dabei, weil das hat keine Griffe. Sonst funktioniert das super. Ja, dann machen wir mal gerade einen Toast. So, mitgeliefert wird hier noch diese praktische Aufbewahrungstasche für den Kemp A Toaster. Und aber wie gesagt, achtet drauf, dass der vorher abgekühlt ist, bevor ihr den wieder einpackt. Das ist also der Kemp A Toaster aus Edelstahl im Einsatz. Und das ist ja so ein Zubehör, wie ich es liebe. Das ist total einfach. So geht das ungefähr das Gegenteil von Hightech. Ne? Ohne Strom, aber sehr, sehr praktisch. Und deswegen empfehle ich euch den auch ganz gerne. Bis zum nächsten Mal bei GI Womo News. Tschüss!